Moin Leute, Pedor hier. Wir spielen heute wieder eine Runde League of Legends und zwar diesmal mit Nasus auf der Top-Lane. Ich habe Nasus jetzt ein paar Mal wieder in Games gesehen und habe da einfach ultra Bock drauf bekommen. Ja, sind eigentlich. Ach Quatsch, Double. Sind eigentlich so Champs, die ich selber nicht gerne so spiele. Aber. Ja, Nasus ist eigentlich. Der Low Elo schon ganz cool. Ich bin nur gerade am überlegen, ob ich mit Doran starte oder mit der Corrupting Potion. Ich denke allerdings, dass sie mir mehr Sustain gibt. Ne, wir starten mit dem Dorans Ring, wir versuchen es mal. Habe ich so gesehen. Ja, bin mal gespannt, wie es wird. Ich mache mal gerade den Sound einen kleinen Tick lauter, damit man nochmal was hört. Und ja, wir gucken mal, was es gibt. Ich habe Nasus seit Season 3, glaube ich, oder Season 4 nicht mehr gespielt. Bin neugierig, wie er sich verändert hat. Er hat ja in letzter Zeit ein paar kleine Updates bekommen. Entschuldigt übrigens die Nase, es ist wieder ein bisschen schlimmer geworden. Ich spiele gegen den Lee Sin auf der Top. Das ist am Anfang wahrscheinlich etwas nervig. Aber. Ja. So. Er hat sein Q eben gemisst. Natürlich blöd für ihn. Ja, wenn er reinspringt, ist gut für mich. Die Minions machen am Anfang einfach noch so viel Schaden. Ah, den Lasted habe ich leider nicht bekommen. Schade. So, der pusht mich ein, ist normal, weil ich will ja Lasted. Das heißt, soll er machen. So. Wir versuchen, wie gesagt, bestmöglich zu Lasted. Da hat er sich ein bisschen überschätzt, würde ich sagen. Ah, Last Hitten klappt gerade noch nicht so gut. So, den haben wir bekommen. Ich nehme jetzt mal einen Cookie. Ja, macht die Sache einfach ein bisschen einfacher. Ich habe ja relativ viel Lifesteal als Nasus, aber... Naja, schauen wir mal. Momentan läuft es ganz gut. Ich will halt eigentlich nicht zu viel pushen. Ja, Flash ist raus. Immer Time. Ich habe zwar mein Timer, ist mir letztes Mal schon aufgefallen, dass der aus ist. Aber ja, bei 3,45 ungefähr. Das heißt, er muss jetzt weggehen und hat einen Ignite dabei. Ja, was gegen mich natürlich. So ein Ding ist, weil er einfach kaum Kill Pressure auf mich hat. Ich werde jetzt, oder ich habe einen Free Backport, das ist ganz angenehm. Ich versuche mal relativ oft und relativ gut, umsonst zu backporten. Und ich werde als erstes einen CC Ward bauen. Wir machen aber, machen mal anders. So, CC Ward, und jetzt kaufen wir das hier noch. Und jetzt gehen wir wieder auf die Lane. Moment. Passt. So. Jetzt gehen wir wieder auf die Lane. Farmtechnisch ist okay. Ich bin vorne und sammle meine Stacks. Von daher ist das absolut worth. Ich finde es auch ein bisschen lustig, Lee auf der Top-Lane, obwohl Spaß macht, das muss ich zugeben. Also Lee auf der Lane ist ulkig. Vor allem, wenn du mal ins Rollen kommst, also wenn du einen schwachen Gegner hast, dann bist du im Early einfach ultra stark. Aber gut. Das sind so Theoriesachen. Er hat den falschen Gegner bekommen. Ist leider sein Pech. Und ja, schauen wir mal, was wir so draus machen. Zack, sein Q hat er verpasst. Aber man sieht schon, Schaden ist auf jeden Fall da.
Ich maxe auch das E. Zack, so. Last-Hit-mäßig bin ich ein bisschen vorne. Und wie gesagt, ich sammle die Stacks, von daher ist das ganz okay. Ich gehe jetzt mal eine Ward setzen. Ich habe keine Ahnung, wo den hier Jungler ist. Shaco. Okay. Gut, da hilft die Ward eh nicht so richtig. Weil man sieht schon, so richtig fighten läuft ja jetzt nicht. Ja, Flash hat er keins mehr. So, das war's. Ne? Deswegen wusste ich, ich konnte jetzt drauf gehen. Geflasht hat er nämlich vorhin. Jetzt muss ich mich nur beeilen, dass ich meinen Ken-Minion krieg. Zack. Und da ist es. Wunderbar. Ich push jetzt nochmal aus. Na, er hat ja, wie wir eben schon festgestellt haben, kein TP dabei. Und Shaco ist auf der Botlane. Ja, das heißt für mich, ich kann nochmal free recallen. Ja, gehe ich jetzt auch. Und ja. Wenn Nasus ins Rollen kommt, dann ist das einfach GG. Ich verstehe auch nicht, warum er mich engaged, ne? Also wenn er mich hält, ist das eigentlich, oder vom Farm versucht abzuhalten, ist das eigentlich alles, was er machen braucht. Aber ja, so versuche, mir soll es natürlich recht sein. Ich TP auch jetzt, einfach um noch mehr Druck auszuüben. Lee kann versuchen, unterm Tower zu farmen. Ob das so effektiv ist, weiß ich nicht. Ja, wir werden es gleich sehen. Ja, man sieht schon, der kriegt definitiv aufs Gesicht. Ja. Ach, das war der falsche, okay. Schade, sonst hätte ich ihn gehabt. Aber passiert. Ich habe den Ward oder habe Shaco zu spät gesehen. Ne? Das ist immer. Hier ist zwar eigentlich ein schöner Ward, aber da Shaco ja springen kann, setzt man ihn eigentlich besser. Vor allem die Unsichtbarkeit, da setzt man ihn eigentlich besser hier vorne hin. Aber dann kann er immer noch oben über die Wand kommen oder so. Also es ist generell nicht so einfach. Ich bin einfach froh, dass Lee nicht den Kill bekommen hat. Das würde mich wieder ein bisschen zurückwerfen. So, man hat's gesehen, er kann mich nicht 1v1. Und hätte ich meine Ult später gezogen, hätte ich auch beide gemacht. Ja, vor allem, ich wollte eigentlich nicht wegflashen, war da eine kurze Panikreaktion. Ich wollte eigentlich nach hinten baiten, dann nach vorne flashen und Lee noch mitnehmen. Aber gut, hat nicht funktioniert. Ja, gut, den Last Hit kriege ich noch. Und ja, schauen wir mal. Ist bisher ganz lustig. Ich werde jetzt mal versuchen, so wie früher Nasus ein bisschen zu spielen. Einfach Stacks sammeln. Und farmen, farmen, farmen. Ja, er trifft zwar sein Q, aber das hilft ihm halt auch nicht wirklich weiter. Ich werde jetzt meine Ward auch weiter hier unten setzen. Und dann werde ich einfach weiter reinpushen. Ich komme jetzt eh nicht an ihn ran. Von daher. Einfach ein bisschen weiter stacken. Dann geht das schon in Ordnung. Ja, er kann mich nicht fighten. Das Problem ist, ich weiß wieder nicht, wo Shaco ist. Deswegen bin ich jetzt mal ein bisschen zurückhaltender. Ich werde auch jetzt mal eine Potion nehmen. Einfach, es bringt mir Mana. Ja, wenn er kommt, kriegt er direkt eine verpasst. Ja, traut er sich nicht, war klar. Was witzig ist, dass er trotzdem offensiv geht. Oh, da hat er die Ulti gezogen, um mich einfach loszuwerden. Wo Shaco ist, weiß ich immer noch nicht. Ich habe jetzt nicht so richtig aufgepasst. Aber Botlane läuft. Ja. Top läuft auch. Lee musste wieder zurückgehen. Das heißt, ich werde jetzt pushen. Hm.
So, ist wieder ein Free Recall, ne, der Farm läuft wieder in den Tower, ich bin ein bisschen ahead, 14 CS, das ist schon okay. Jetzt haben wir noch First Blood Tower, das passt natürlich gut, weil ich jetzt nochmal Gold dazu krieg. Ich bin gerade am überlegen, ja, ich denke, das ist okay. Pizza ist wieder. Oh, schön, wenn er das überlebt. Wow. Na, immer die Botlane dann nochmal ein bisschen loben, wenn sie was Gutes getan hat. Ich habe ja gesagt, die letzten Spiele habe ich oft wegen der Botlane verloren. Aber das war wirklich richtig schön gespielt von beiden. Ne? Der Karma hat ihr Binding schön gesetzt und auch durchgehalten. Ne? Sie hat da nicht irgendwie den Schwanz eingezogen und ist dann... Ja, und die Minions reichen. Jawohl, schön. Ja, wie gesagt, ich verstehe nicht, warum er fightet. Klar, mein Spectral Cowl, ne, beziehungsweise der Null-Magie-Mantel ist ja noch kein Spectral Cowl, hilft natürlich nicht gegen den, gegen seinen Schaden. Aber ist der erste Schritt zum Zizi-Watt. Und ich kann nochmal umsonst zurückgehen. Ich weiß nicht, wo Shaco ist und der würde mich wahrscheinlich... Ja, da ist er. Ich wusste nicht, dass er explodet. Ja. Kann passieren. Ja, happens. Zizi Watt ist fertig. Ist schon mal gut. Ich kenne Shaco einfach nicht. Habe ihn selber auch noch nie gespielt. Also noch nicht einmal. Und, ja, ich habe TP, von daher ist das auch nicht weiter tragisch. Lee läuft einfach mal vor Free in Tower. Schon lustig. So. Ich bin wieder da, ich bin wieder auf der Lane. Ich verpasse hier also nichts. Farmtechnisch bin ich inzwischen weit ahead. Und ja, der Shaco kriegt halt so ein bisschen, Kills. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Also der Schaden, der ist schon einfach dumm. Och, euer Ernst, Leute. Ah, aber mit Ult können sie mich einfach nicht töten. Da machen sie zu wenig Schaden. Zack, und ich mache denen jede Menge Schaden. So, ich setze jetzt mal meinen Zizi-Watt. Ach, da hat mir mein Zizi-Watt gerade den Stack vermasselt. So. So, Shaco ist Base gegangen. Okay, ich dachte, Shaco will diven. So, ich gehe nochmal umsonst zurück. Mein Zizi Watt pusht ja auch weiter. Von daher, der Lee kann da auch nicht so viel machen. Vor allem hindere ich ihn am Backporten. So, ich bin back. Das heißt, ich hoffe, der macht jetzt nicht irgendeinen Blödsinn da unten. Bin jetzt gerade am überlegen, was ich bauen soll. Ich denke, ein bisschen Leben und noch ein bisschen Armor, das passt schon. Von daher gehen wir wieder auf die Lane. Lee ist immer noch da. Ja, weil er einfach nicht zurückgehen konnte. Was mir natürlich zugute kommt. Ansonsten steht es 7-19. Das ist relativ entspannt. Ezreal wurde jetzt leider abgeholt. Ne, Lee hat nochmal ausgepusht. Das ist auch klar. Sollte er machen, weil er sonst zu viel Farm verliert. Aber... Ja. Ich krieg meine Waves trotzdem. Ah, das Ignite tickt zum Glück nicht durch.
Gegen Shaco macht er schon Schaden, wie man sieht. So, da haben wir ihn weggeholt. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich schnellstmöglich noch hier durchkomme. Ja, das hat auch funktioniert. Ja, ich mache nicht genug Schaden. Also ich habe da noch, habe da keine Ahnung, wie ich den ungefähr timen muss, meinen Schlag, um den Stack zu bekommen. Bin jetzt fast bei... Ja, ja, ja. Die kann mich doch im 1v1 eh nicht fighten. Ja, da. Ja, ich dachte, ich mache mehr Schaden. Schade. Sie denkt aber auch, sie macht mehr Schaden. Die ganze Geschichte ging zu lang. Ja, mein Auto-Attack ging noch durch. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also momentan kommen die Gegner so ein bisschen zurück, machen ganz coole Rotations. Muss ich wirklich zugeben. Aber, ja, ich habe kein Mana mehr, das ist bitter. Habe aber noch 30 Sekunden auf meinem TP, das heißt, die Zeit muss ich auf jeden Fall überstehen. Aber ich mache mir da auch eigentlich wenig Gedanken. Ja, der kann mich nicht töten. Ja, man sieht schon. Aber dass Shaco immer noch hier oben ist, ist nicht verwunderlich. Von daher, geht schon. Geht schon, geht schon. Ich bin ja Nasus. Das ist alles nicht ganz so tragisch. Jetzt habe ich auch gleich meinen TP wieder ab. Ich werde jetzt noch ein bisschen Last hitten. Ja. Nice Kick, Bro. Und man sieht schon, nicht mal wenn ich nichts habe, kann er mich fighten. So, jetzt geht's back. Das heißt, ich werde Ando. Zack, ich werde mir ein Sunfire holen. Ich würde mir am liebsten auch Swifties holen. Geht aber nicht. LOL. Okay. Jetzt push ich durch. Okay, ich mache immer noch nicht genug Schaden. Okay, hier mache ich genug Schaden. Zack. Und jetzt wollen wir uns den Tower holen. Ja, gut. Das funktioniert auch. Easy. Shaco ist in der Mitte. Ich mache immer noch nicht genug Schaden. Also das ist wirklich so das größte Problem gerade, was ich habe. Dass ich meine Stacks nicht vollkriege, weil ich ständig die Skills falsch benutze. Aber gut. Wie gesagt, erste Mal seit mehreren Seasons. Aber es macht Laune. Ich muss wirklich sagen, es macht schon ultra Laune. Jetzt hatte ich natürlich mit Lee auch einen relativ einfachen Gegner. Und ja, ich würde sagen, ich push noch ein bisschen. Ja, ich meine, Farm kann man ja immer gebrauchen und Stacks natürlich auch als Nasus. Allerdings habe ich 1600 Gold. Das heißt, ich könnte auch eigentlich mal wieder schön zurückgehen. Das machen wir jetzt auch. Wobei... Ah, ich werde vorher nochmal ein bisschen auspushen.
Ach, knapp. Wirklich close. Ich habe aus Versehen ein Minion geautotackt. Das hätte natürlich nicht passieren dürfen. Aber ist passiert. Von daher kann man es auch nicht ändern. Wir versuchen das Beste draus zu machen. Bin jetzt gerade am Überlegen. Ja, wir machen es erst so. Dann kaufen wir nochmal ein Ward. Ja, mein Tower wird jetzt versuchen zu nehmen. Das könnte auch funktionieren. Dafür kriegen wir gleich den Tower. Und dann hat sich das Ganze eh schon erledigt. Also Tower für Tower traden ist an sich, wenn du ahead bist, nicht worth. Allerdings ist der Mitte-Turret einfach unheimlich wertvoll. Ja, und von daher geht das schon klar. Ich werde auch jetzt trotzdem auf die Top-Lane gehen. Einfach um noch ein paar Stacks zu sammeln. Mein Team braucht mich momentan eh nicht. In 2 Minuten knapp habe ich auch wieder TP ab. Das heißt, da gucken wir mal, dass wir dann irgendwelche Plays machen können. Ich weiß nicht, warum der versucht, den zu holen. Ich brauche einfach noch ein paar Stacks. Aber gut, macht er eh. Und ich push jetzt wieder raus. Lee ist in der Mitte. So. CC Ward ist gesetzt. Shaco ist tot, Lee ist in der Mitte. LeBlanc ist auch in der Mitte. Von daher top. Ja, das heißt, ich push jetzt wirklich so schnell es geht durch. Weil Nasus ist im Tower pushen relativ gut. Ihr seht schon, die Attacke macht jetzt schon 240, 300, 350 Schaden. Und ist dazu noch ein Auto-Attack-Reset. Das heißt, man kriegt auch noch schneller Schaden drauf. So, ne, gar kein Problem hier. Gar kein Problem hier an der Stelle irgendwie noch ein bisschen zu farmen. Jetzt können sie ruhig kommen. Ja, macht mir nix. Lee will jetzt mein Zizi Ward holen. Das werden wir aber direkt mal. Ah, clever. Er benutzt seine Ult, um mich von seinem CC Ward abzuhalten. Das hat so Urb. So, jetzt müssen wir, sollten wir laufen. Okay, die LeBlanc, die geht natürlich jetzt rund. Das hat funktioniert. Ich habe auf Ezreal gewartet. Ich habe ja gesehen, dass er kommt. Und ich weiß, dass ich einfach genug aushalte. Jetzt wird Rengar versuchen, mich zu holen. Ist aber zurückgegangen. Ich denke, dass er keine Vision hat. Und nicht genau wusste, wo er mich zu holen hat. Es war mir allerdings eine Lehre. Ich werde jetzt auf die Spectral Cowl gehen. Und mir dazu auch direkt das Zündjuwel gönnen. Und dann werde ich mich wieder auf die Top-Lane TP'en. Die haben da gerade ihre eigene Party. Einfach wieder auspushen. CC Ward aufstellen. Gewardet habe ich hier. Und ich werde auch noch hier warden. Also so ist Nasus schon lustig zu spielen. Muss ich wirklich zugeben. Also es ist schon ulkig, mit dem E diesen massiven Schaden zu drücken. Das macht schon Spaß. Also. Zack. Nope. Digga, mein E ist mein
Hawk Damage Spell. Ah, der wurde weggesniped. Sie hat das CC Rod geholt. Macht aber nichts. Ich push schnell genug. Also mit der neuen E ist Nasus echt ein Top Split Pusher. Das muss man wirklich sagen. Jetzt muss ich mal ein bisschen weggehen. So, war auf jeden Fall gut. So, mein E drunter gesetzt. Kata macht den Rest. Ja, das heißt, die räumt noch ein bisschen auf. Ich gehe jetzt zurück. Farmtechnisch habe ich den meisten im Spiel mit Abstand. Kills sehen auch ganz gut aus bei mir, obwohl, wie gesagt, unser Team eh relativ gut dran ist. Und jetzt werde ich auf Titanic gehen. Oder er gegen Lee. Ich nehme eine Trinity Force. Ich will aber ungefähr 40 Gold noch warten. Okay, jetzt sind sie noch. Gut. Die 30 Gold warte ich jetzt noch. Mache ich normal nicht gerne. Aber ich sag mal, wir stehen momentan so gut. Ich hätte gern das. Okay, gut. Nevermind. Ich wollte nämlich unbedingt noch das Sheen haben. Mein Zizuot ist auch gleich wieder ready. Mann, nee. Erstes Spiel kurz nach der Arbeit, beziehungsweise nach dem Fitnessstudio. Da darf man ein bisschen wirres Zeug reden, denke ich. Bin noch nicht so ganz bei der Geschichte dabei. Aber dafür sind wir hier, damit es besser wird. Ich will mir jetzt den gegnerischen Blue Buff snacken, wenn es irgendwie möglich ist. Der braucht aber noch 50 Sekunden. Das heißt, ich werde mir jetzt erstmal gucken, dass ich die Scuttle Crab bekomme. Ein bisschen zusätzliche Vision. So. So, jetzt mache ich keinen Schaden mehr. Ich will natürlich die Stacks haben. Ja, von daher. Okay, Shaco kann pushen. Ja, Kata rasiert. Jetzt können wir rüber zum Blue Buff gehen. Shaco ist auch noch da. Ja, da braucht man sich dann noch nichts um nichts mehr kümmern. Immer ein bisschen mit den Kollegen noch reden. Lee wird sich gar nicht trauen, gegen mich durchzupushen. Weil wenn er zu weit geht mit meinem Slow, er kommt mir nicht weg. Der kann zwar einmal springen und er kann mich auch mal wegkicken. Aber, ja, wie gesagt. So, schnell noch den Stack mitgenommen. So, zack. Jetzt bin ich inzwischen schon bei knapp 200 Stacks. Ja, so langsam fängt die ganze Sache an, auch Schaden zu machen. Cannon Minion habe ich nicht bekommen. Leider. Mein Team ist unten am Fighten. Und solange es Worth ausgeht, ist es okay. Weil ich halt einfach am Pushen bin. Ne? Nasus ist ein Split-Push-Champion. Das wollen wir natürlich auch so ausreizen. Ja. NA Ward. Ja, das ist die echte. Ja, danke, Lee.
der hat mich zum zum Shaco gekickt. Das hat's mir relativ einfach gemacht, natürlich jetzt danach den Shaco abzuholen. Jetzt kriege ich also doch mal einen Turm. Also man sieht's, ne? Mein Split Push war auf jeden Fall worth. Ja, ich werde jetzt den Turm fokussen. So, jetzt in mein Team reinlocken. Ja. Und schon ist das gut. Oh, schöner Schild, aber hat nicht ganz gereicht, leider. Ich wollte aber eh weg in die Base, von daher ist das schon okay. Ich nehme jetzt die Trinity komplett, weil ich einfach ne, machen wir nicht. Wir nehmen das Iceborne, weil ich den Slow haben möchte. Und als letztes nehmen wir noch. Na, schauen wir mal. Irgendwas auf jeden Fall mit dem Giants Belt. Bisschen Tankiness kann ich schaden. Ja, mal schönen Schluck getrunken. Ich gehe gleich auf die Botlane. Den Tower werden wir bis dahin nicht verlieren. Die sollen ruhig Baron machen. Ja, hätten jetzt eigentlich den fast free machen können. So, jetzt der Kammer Bescheid sagen, das macht sie auch. Macht einfach Sinn, wie gesagt, ich kann Split pushen. Und zwar relativ gut. Na, das heißt, warum sollte man das dann auch nicht nutzen? In der Mitte sind sie gerade wieder am Coopen. Das ist halt in dieser Elo, ne, ihr kennt das ja, es ist normal. Jeder will immer nur fighten, 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 fighten. Natürlich ist das nicht immer das Beste, aber. Sollen sie machen. Ich werde mich jetzt hier aber zurückziehen. Beziehungsweise die eine Wave wegen dem Ken-Minion noch pushen. Okay. Drei Leute tot. Das heißt für mich eigentlich ein Free-Push. Obwohl es. Cleverer wollte ich gerade zuerst sagen, schlauer wäre, den gegnerischen Inhib zu pushen. Wenn ich die Chance habe, den Turm zu pushen, dann mach ich lieber das. Einfach weil der Inhib keine Gegenwehr gibt. Ihr seht das schon, hier kommt schon ganz schön Schaden rum. Außerdem ist der Bot-Turret einfach unglaublich wertvoll. So, ja. Das waren zwei Inhibs, jetzt gehen wir noch zum oberen. Holen nebenbei noch das Deck mit. Ja, inzwischen nehme ich sie fast alleine auseinander. So viel Leben. Ja, da kann sie hüpfen, wie sie will. Ah, jetzt sind es ein paar viele. Und ich habe keinen Mana mehr, okay. Ja, ja, jawoll, schön. Also, ich habe sie lang genug gehalten. Ich denke, das sollten wir beenden können. Bei den langen Death-Timern. Ne, außer Syndra kommt jetzt so schnell keiner mehr. GG Well Played, würde ich sagen. Aber man soll den Tag ja nicht zu früh loben. Ja, wir nehmen das. Trinkt noch ein Elixier. GGWP. Außer die sterben jetzt noch. Allerdings dann. Ne, gut. Ansonsten hätte ich gleich einen
TP-Playing gemacht und ja. Ja, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Es war ein relativ unterhaltsames Spiel. Ich habe Nasus seit langer Zeit das erste Mal wieder gespielt und es hat relativ gut geklappt. Wobei Lee natürlich jetzt auch nicht der Endboss ist gegen den Nasus. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Sollte euch das Ganze gefallen haben, lasst einen Daumen nach oben da. Falls ihr Fragen oder Kritik haben solltet, haut es in die Kommentare. Und ja, ansonsten schönen Abend noch. Ciao.